Hallo ihr Lieben, heute wird wieder natürlich was Leckeres gekocht von der HelloFresh Box. Ja, ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich erwähne es gerne. Und zwar überbackene Hähnchenbrust Parmigiano. Bleibt dran. Also zuerst wird hier Zwiebeln geschnitten, kaliert, klein gemacht und danach den Knoblauch. Ihr könnt auch statt den Knoblauch klein zu schneiden auch eine Knoblauchpresse nehmen. Eine kleine Schüssel habe ich jetzt Olivenöl reingemacht, einen Esslöffel, und habe die Zwiebeln da reingemacht. Und wenn die klassisch angebraten sind, werde ich noch Knoblauch reinpressen, habe ich jetzt so spontan entschieden. So, jetzt haben wir Zwiebeln klassisch angebraten, haben Knoblauch reingepresst. Ja, sieht gut aus. Und jetzt mache ich noch Tomatensugo rein. Das rühre ich dann alles um, mache Salz und Pfeffer noch rein. Ja, das war's dann erstmal damit. So, während die Soße kocht, kommt jetzt hier die Hähnchenbrust. Und die wird ja auch paniert, also muss sie klein geschlagen werden. Normalerweise mache ich sowas ungern, aber das muss so sein. So, hier haben wir die Panierstraße schon gemacht. Im Mehl kommt noch Salz und Pfeffer. Und ja, jetzt wird paniert. Zuerst Hähnchen in Mehl gut wenden, damit es von allen Seiten vermehlt ist. Dann in Ei. Also ihr könnt natürlich auch eine Zange nehmen, eine Gabel nehmen oder sonstiges. Bei zwei Hähnchen habe ich beschlossen, ich mache das jetzt einfach so. Und das wird jetzt dann frittiert. Dafür habe ich schon in einer Pfanne Öl reingemacht genug. Und werde es dann da reinpacken. Das klingt schön. So, hier habe ich schon Wasser angesetzt. Die Nudeln mit der kochen schon. Die Soße ist schon fertig. Und das Hähnchen ist gut frittiert, gebraten, wie ihr wollt. Und das kommt jetzt auf den Backblech. Ganz vorsichtig. Und wird dann mit Tomatensauce ein bisschen schön gemacht. Und mit Hartkäse nochmal ein bisschen überbacken. Also es sind wirklich nur zwei Löffelchen, die ihr rauf macht. Also so, das ist gut von der Tomatensauce bedeckt ist. Und jetzt nicht zu viel, nicht zu wenig Käse raufstreuen. Also es kommt natürlich darauf an, wie viel ihr liebt, wie viel ihr vielleicht zusätzlich habt. Vielleicht nehmt ihr auch einen anderen Käse, weil er euch beim Überbacken besser schmeckt. Ich weiß es nicht. Ich mache das so, wie es im Rezept steht. So, jetzt kommt es in den Ofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze und für 8 Minuten. Und wer was Grünes auf dem Teller haben möchte, kann gerne Petersilie klein schnibbeln und es mit aufpacken. So, Nudelwasser habe ich jetzt komplett abgegossen. Jetzt kommt die restliche Tomatensauce, die ja aus Hähnchen nicht gepasst hat. Jetzt zu den Nudeln. Das wird alles zusammen verrührt und auf den Teller präsentiert. Die Hähnchen sind jetzt auch schon fertig und die werden jetzt gleich auf die Nudeln gepackt. Hier haben wir die Nudeln. Die sind schon gut vorbereitet für das Hähnchen. So. Dann kommt noch ein bisschen Petersilie drauf und ein bisschen Käse. Fertig! Ich habe mal hier das Hähnchen aufgeschnitten. Also man sieht auch, dass es hier fertig ist. Ich dachte, das ist so leicht angebackt, aber das ist sehr flüssig noch, die Tomate. Mit seiner Tomatensauce. Und jetzt werden wir die Nudeln probieren mit der Soße. Sehr gut. Jetzt wird das Hähnchen probiert. Das müsste ich nochmal aufschneiden.
Seht ihr das, wie gut das hier aussieht? Jetzt wird probiert. Also es ist noch heiß. Aber schmeckt richtig gut. Also besser hätte ich es auch nicht hinbekommen. Mein Freund muss es auch probieren. Ich weiß, magst du? Okay. So, jetzt darf ich auch mal probieren. Bin gespannt. Mal hier die Nudeln. Ist auch schon mal geil. Und jetzt kommt das Fleisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Besonders abonnieren, wir werden eine große Hilfe. Und ja, die Zutatenliste kennt ihr ja. Schluss unten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.